Herr Merkel, Sie haben noch so was Ähnliches studiert, also wo zumindest auch, wo auch dauernd geredet wird und ja, ja. Anstatt dass man mal ordentlich Spannung. Ja, ja, da, also die Frage, was ist Wahrheit, die ist schon uralt und die hat man sich immer wieder gestellt und gab immer auch in der Antike schon Leute, die behauptet haben, die kann man gar nicht finden und ist alles ganz schwierig. Vor allem aber das, was da jetzt am Ende schon kam, dass also die Aussage von Relativisten, dass sie sagen, man kann keine Wahrheit finden und behaupten, das sei die Wahrheit, natürlich ein typisches Paradoxon ist. Und Paradoxa gab es auch schon, hat man auch natürlich schon in der Antike erfunden, darum der Name ja auch, griechisch. Paradoxos heißt wieder erwarten, also wieder das, was man eigentlich glaubt. Und ein ganz berühmtes Paradoxon, Ihnen zeigen das sogenannte Lügner-Paradoxon, das in seiner einfachsten Form so heißt, jemand sagt, dieser Satz ist falsch. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn der Satz richtig ist, dann trifft das, was er sagt, nicht zu. Denn er sagt ja, dieser Satz ist falsch. Also wenn er richtig wäre, dann stimmt es nicht. Das heißt, er ist falsch. Wenn der Satz aber falsch ist, dann trifft das, was er sagt, zu. Und dann heißt, er ist eben nicht falsch, sondern wahr. Das heißt, er ist in sich, er ist zugleich falsch und wahr, egal wie man es nimmt. Und eine Variante ist das sogenannte Paradoxon des Epimenides, das so aussieht, ein Kreter sagt, alle Kreter sind Lügner. Jetzt stehen wir da. Denn, wenn der Satz richtig ist, dann muss er falsch sein, weil der entspricht ja ein Kreter ist. Also auch der Satz ist gleich, falsch und richtig zugleich. Und diese Paradoxa, die können einen schon ein bisschen unsicher machen, wenn man die Wahrheit sucht. Möglicherweise gibt es es nicht oder vielleicht liegt es auch einfach an dem Instrument, mit dem wir an die Wahrheit suchen, ja, gehen, nämlich an der Logik, weil die Logik vielleicht einfach Logik fehlerhaft ist. Da kommt es jedenfalls an ihre Grenzen. Haben wir ja auch verschiedene Logiken. Also ich habe mir dann jetzt mal überlegt, man muss das doch auch irgendwie mit vernünftigen technischen Mitteln lösen können, diese philosophischen Probleme. Also eben, das ich habe heute für diese Veranstaltung eine neue philosophische Fachrichtung entwickelt, die sogenannte Elektrophilosophie. weil ich habe mir mal gedacht, schauen Sie, ich habe ein elektrophilosophisches Gatter, ich seh schon an Ihren Reaktionen, das ist mal wieder richtig griffig, also hier hinten freundliche Ansprache, Grand Out auf der anderen Seite und der Grandler ist so eine bayerische Persönlichkeit und da das Grandler-Schalt gilt, tut also immer genau das, was Sie nicht wollen. Also das hat eine Wahrheitstabelle, du sagst ja, der Grandler sagt nein, du sagst nein, der Grandler sagt ja. Und damit wir das hier auch wirklich verständlich machen können, habe ich mal einen Prototypen des elektrischen Grandlers gebaut hier. Den müsste man hier auch an der Tafel befestigen können. Sehen Sie, Herr Merkel, so ist das richtig mit einem ordentlichen USB-Powerbank. So. Und wow. Der Grandler hat also zwei Ausgangszustände. Die können wir hier auch kurz farbig markieren, nämlich hier oben den Zustand ja in grün und hier unten den Zustand nein in rot. Zwischen den beiden kann er sich entscheiden. Und jetzt sehen Sie, das Originelle an dem Grandler ist, wenn Sie dem Grandler nein sagen, also ich sage ihm nein, dann sagt der Grandler ja. Und wenn ich dem Grandler ja sage, also grün hier ist das Grandlerauge, dann sagt der Grandler nein. Funktioniert sehr, sehr zuverlässig. So, jetzt hat der ein oder andere vielleicht schon unangenehme Erfahrungen mit dieser Sorte von Mensch gemacht. Und jetzt ist die Frage, haben Sie eine Idee, wie man mit dem Grandler zurechtkommt? Nein, nein, also wahr und falsch, also keine Kompromisse. Das ist natürlich in Bayern kein vielleicht. Nein, der Trick ist ganz, ganz einfach, Sie müssen den Grandler rückkoppeln. Also, Sie müssen das, was der Grandler sagt,
müssen Sie ihm selbst wieder als Input zur Verfügung stellen. Wenn Sie einen modernen Grantler haben, der Sie immer per SMS beschimpft, können Sie zum Beispiel die SMS dann nach 5 Minuten wieder an den Grantler selbst zurückschicken. Und dann wird er also anfangen, sich selber zu widersprechen. So wie das bei den Kretern ja auch der Fall ist. Und das können wir natürlich ja auch in der elektrischen Grantler-Simulation mal kurz ausprobieren. Wir können also jetzt sagt der Grantler Nein. Und dann können wir ihm hier eine Rückkopplung verpassen, die also dafür sorgt, dass er sich im Zustand Nein eben selbst auch eine entsprechende Antwort gibt. Und umgekehrt können wir auch dann dafür sorgen, hoppla, jetzt ist mir hier der Klebestreifen abgerissen. So, umgekehrt können wir auch dafür sorgen, dass er also, wenn er in den Zustand Ja wechselt, dass er sich dann eben selber auch wieder die Antwort Ja gibt. Ich muss es hier nur eben wieder ein bisschen aufkleben. So, so sollte es jetzt eigentlich funktionieren. So, jetzt ist die Frage, haben Sie eine Idee, was der rückgekoppelte Grantler jetzt machen wird? Wir probieren es mal aus. Oh, hier ist er. Hier hat er sich gerade verklemmt. So, jetzt ist er frei. Wir stellen ihn mal so auf unentschlossen zunächst mal und nehmen ihn hier elektrisch wieder in Betrieb. Und jetzt sagen wir dem Grantler mal ja. So, und Sie sehen, wir haben also, der ist jetzt also kompletter Mente mit sich selber beschäftigt, der wird Sie nicht mehr belästigen. Ja, das ist das Paradoxon. Der Grantler beschimpft sich selbst und Techniker spricht dann von einem sogenannten Oszillator. Diese Schaltung steckt als Taktgenerator in ganz vielen elektrischen Schaltkreisen drin. Ich finde, es ist ein schönes Forschungsgebiet. Also haben wir jemanden von der LMU, Herr Merkel, wenn Sie mal wieder neue Forschungsgebiete anregen möchten, Elektrophilosophie, ja, denke ich, wäre was Schönes. Ich würde mich auch gleich